Das macht doch keiner, oder? So, was sind das da hinten? Schwäne sind das, Leute? Ey, Jungs! Leute, das Wasser, Leute, das Wasser. Digga, ist da jemand? Meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heidensieg. Wir befinden uns gerade hier im Sommer Oktober in unserer wie viel Millionen Euro Villa? 30, 18, 2, 7. Die ist ja teuer. Und wir spielen jetzt Heidensieg hier einmal im Dunkeln mitten am Bodensee. Es ist absolut geil. Wir sind hier mit den Houston natürlich. Ihr habt noch zwei Gäste mitgemacht. Einmal Niki. Und einmal, wer ist noch nicht dabei? Spendi, du. Und folgendes sind die Regeln, Jungs. Ihr dürft euch nur hinterm Haus verstecken. Links, rechts, davor ist verboten. Diese Etage und die obere Etage sind erlaubt. Ihr könnt sonst machen, was ihr wollt. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt, zum anderen Ufer zu schwimmen, Digga, ich suche euch nicht. Bleibt da. Ist mir egal. Ich würde sagen, wir fangen an. Zu gewinnen gibt es diese Playstation im Aldi-Gewinnspiel. Die könnt ihr euch dann ziehen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr die gewinnen. Hab jetzt 5 Minuten. Ich zähle runter, gehe daneben mal in die Regie und ich würde sagen 3, 2, 1, let's go. Baby, baby, hit me, baby, one more time. Ey, ich gehe einfach unter den Tisch. Leute, ich habe ein Versteck gefunden. Ich kann mich jetzt da drin verstecken und versuchen, dass er mich nicht findet. Ich werde mich auch ducken und alles mögliche. Und dann kann ich von hier aus alles beobachten. Ey, Leute, derjenige, der ins Riegelkostüm geht, hat ja schon direkt verloren. Erstmal ist Licht aus. Ich bin bei einem Einzimmer. Ihr dürft nur an einem Spot bleiben und nicht weglaufen. Wenn ihr einmal ein Versteck ausgewählt habt, bleibt ihr da. Was? Wir dürfen nicht wechseln. Ich hab einfach keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Leute, ich habe ein Versteck. Küche, Esszimmer, Kamin. Mein Versteck. Es ist das Loch und man erkennt original gar nichts. Wenn wir eine halbe Stunde niemand gefunden haben, haben wir da vorne die Regie. Über wie viele Kameras haben wir im Haus? 16? Ja. 16 Kameras und ein paar davon noch außen mit Wärmebildfunktion, UAV, Echolot, alles dabei. Vielleicht finde ich ja darüber noch jemanden. Ja, ich habe darüber tatsächlich jemanden gefunden. Ey, Bro, sieht man mich hier? Sag mal ehrlich. Ja, Bro, man sieht dich gar nicht. Guck mal, der, wer ist denn da drin, Digga? Ach du Scheiße, ich habe mich fürs Wasser entschieden. Revi meinte so auf cool, ja, hier, könnt auch ans andere Ufer. Weil ich würde niemals damit rechnen, dass das wirklich jemand macht. 2 Minuten noch! Noch 2 Minuten! Ja, das ist komplett, das war's komplett, das war's komplett. Digga! Okay, das ist beschissen. Warte mal, ich zeig euch mal, wie das aussieht. Digga, so sieht das denn gleich aus. Das ist doch einer der besten Verstecke, oder nicht? Tut schon weh im Rücken. Ja, das ist unfassbar unbequem. Oder unters Bett geht nicht? Kriegt man... Nein, nein, keine Chance. Ich finde nicht normal. Alle meinten 16 Grad, ist so ultra kalt, aber Beine gehen klar. Ich glaube, meine Taktik ist, ich gehe raus und sobald er kommt, tauche ich unter. Ist das unfassbar smart und um die Ecke gedacht? Oder ist das einfach nur richtig bescheuert? Baby, ich habe dich gefunden. Beim Verstecken spiele ich persönlich sehr, sehr gerne noch Rise of Kingdoms. Ihr habt verschiedene Zivilisationen mit verschiedenen Kommandeuren, unter anderem Rom, Deutschland, Großbritannien, die Wikinger, Japan und viele weitere, alle mit eigenen Kommandeuren ausgestattet. Zum Beispiel in Deutschland Hermann I. oder im Osmanischen Reich Osman. Ebenso wichtig ist, dass ihr über 100 Millionen Spieler habt und ihr könnt endlich Freunde finden in-game. Level also deine Kommandanten auf, indem du Barbaren besiegst und werde immer, immer besser und finde deine eigene Technologie und Strategie. Zusätzlich dazu hast du auch noch Team Battle, wo du mit Halten und Ziehen Truppenbewegung schaffst und hast dadurch unendlich verschiedene taktische Möglichkeiten und kannst im Team angreifen und verteidigen. Auch geil ist, dass die neue PC-Version jetzt endlich da ist und du kannst auf den meisten Computermodellen das Spiel reibungslos zocken. Nice. Wow, die Grafik ist der Wahnsinn und es läuft so flüssig. Neu sind ebenso die RPG-Kommandanten, die du nutzen kannst, um dein Schlachterlebnis zu verbessern. Wenn ihr heute also noch Bock habt, das Spiel zu spielen, scannt hier einmal den QR-Code oder geht über den Link in der Videobeschreibung und zockt euch mal richtig einen rein, Alter. Und jetzt geht's weiter mit Heidensieg. Tschüss! Tim? Da ist kein Platz, Bro. Ist echt kein Platz mehr? Nein. Bro, ich brauche unbedingt Versteck. Versteck dich im Zimmer, ich hab hier keinen Platz. Krieg ich hier einen Schrank rein? Kannst du mich irgendwie überdecken? Warte, nur mein Kopf nicht. Oder so. Oh, das ist krass. Das ist krass. Oh mein Gott, das ist krass. Das ist ein bisschen klaustrophobisch, ehrlich gesagt. Aber ich werde schon hinkriegen. Okay, ich bin ein bisschen zu früh rein. Es wurde gerade gerufen, 1 Minute noch. Ich bin so doch schon im Wasser. Aber egal, ich musste sowieso auf Toilette. Eine kurze Zusammenfassung der Verstecke. Amar ist im Riegelkostüm. Spendi und Tim Gabel verstecken sich beide im Zimmer von Amar. Mark Eggers sitzt unter dem Tisch, während Sascha im Kamin hockt. Ron liegt unter einer Decke auf dem Bett. Niki, der Geisteskranke, ist im Wasser. Und Nico, naja, steht hinter der Gardine. Es geht los, auf geht's, wir gehen das Haus ab. Gut, vielleicht ist Amar hier drin. Nee, Amar ist da nicht drin. Da müssen wir natürlich hier auch mal schauen. Hier unten, alles klingt. Vorhänge natürlich immer ziemlich weg. Warte, ich erfülle kurz, wer es ist. Oh. Digga, das kann doch nicht wahrsteinern. Das kann doch nicht wahrsteinern. Warte, es hat keine Haare.
Marc Eggers? Amar! Raus aus dem Glory Hole! Amar haben wir als erstes damit gefunden, Amar. Digga, wie dumm. Ja, Bro, was für ein dummes Versteck. Amar, wie bist du da reingekommen? Amar? Digga, wie... Wir brauchen einen Sunny. Ey, Bro, also ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Ich dachte, du wirst da nicht durchgucken, sondern du wirst da so durchgreifen. Und deswegen habe ich mich reingelegt unten, durchgreifen und dann wirst du ja nichts ertasten. Ja. Und fertig. Aber hat er ja nicht. Also hat er ja gefunden. Gefühl und die hat reflektiert tatsächlich. Bro, ich habe reingeguckt, der hat da das Licht zurückgeworfen. Bruder. Amar, du bist der Erste damit leider raus. Revi hat einfach meinen fucking Fuß angefasst und meinte, hier ist nichts. Ja. Digga, ich glaube, ich habe jetzt automatisch gewonnen. Oh, Digga, das ist ja wohl so prädestiniert. Guck mal. Oh, Digga, das ist ja wohl so prädestiniert. Guck mal. Bruder, also wirklich. Ja, der ist stark. Der Nico, ist stark. Nico! Nee, guck mal hinter dem hier, ob da was ist. Nee, keiner da. Denn vor mir ist niemand. Okay, dann passt das. Dann stellen wir den wieder hier rein. Ja, wäre krass gewesen, wenn da einer gewesen wäre. Okay, krass. Ich glaube, hier in der Küche sind wir durch. Wir gehen mal nach oben. Bro, Alter. Der Typ ist wirklich echt schlecht im Suchen, ey. Digga, läuft hier an mir vorbei, guckt mich einmal unter den Tisch, ey. Amars Zimmer. Boah, Digga, was riecht hier so? Warte, ich hab hier noch die Schränke durchgeguckt. Aber oder? Ganz ehrlich. Na, for real. Nothing. Okay, Bro. Schränke sind auch dumm, for real. Wenn du Schrank mal, das ist stupid as fuck. Tot. Er war links. Er hat meine Schranktür aufgemacht. Er hat die Decke gesehen. Er sagt for real nein. Und Schrank wäre auch dumm und läuft einfach weiter. Ich pack es nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich kann Revi sehen, wie er die Zimmer durchgeht. Mein Puls ist jetzt schon bei 180. Wenn ich jetzt hier vorstehe, ich sehe, da ist eine Delle im Bett, ne? Plus, hier liegt eine Kappe. Also, ich glaube, Sascha hat einfach mal kurzerhand die Zeit sich genommen, um einen kleinen Nap hier zu machen. Weil da ist nämlich ein Reno drunter. Ron? Du wolltest einfach nur entspannen, oder? Bruder, ich habe da drunter gar keine Luft mehr bekommen. Ich freue mich nur, dass du das... Ja, vorher wäre tot. Gut, dann haben wir Ron an der Stelle auch gefunden. Ich bin so weit draußen. Ich will aber jetzt nicht mehr Blitz anmachen, das ist zu risky. Das war das Problem, ne? Was denn? Jetzt wird's halt heavy. Hier draußen ist halt ein Riesenbereich und wir haben halt noch fucking Tryhards dabei. Er ist auf dem Balkon. Da könnt ihr mich theoretisch sehen. Oh Gott, ich kann ihn reden hören. Ich fühle mich einfach wie so ein Navy Seal. Oh, hier so. So. Oh, der wäre krass ja, gewesen. Ja, Bro, also in der Waschmaschine Handtücher wäre krass, wenn er mal ist drin wäre. Ich bin so dumm. Ich bin Klaustrophobiker. Geh mit dem dicksten Hoodie in den Schrank rein, wo es 500 Grad ist. Okay, Revi ist jetzt gerade mal weggegangen. So chillig hier. Da hinten ist das Haus. Die Taktik geht auf. Findet mich hier niemals. Okay, Leute, ich habe ein Riesenproblem. Mein Fuß schläft ein. Hier bei den Paletten. Sascha dazwischen? Das würde passen. Ist aber auch nicht der Fall. Dann müssen wir kurz raus. Niki, Spendi, Sascha und Marc fucking Eggers. Marc ja. Eggers muss sich eigentlich im Haus aufhalten. Und Tim Gabel. Tim Gabel auch noch. Wow. Shit. Okay. Jetzt kracht's und pfeift's aber. Ey, wie oft er mir vorbeiläuft, ne? Das ist so genial. Ey, heftig. Jetzt müssen wir den Garten einmal absuchen. Lagebericht. Mir ist mittlerweile komplett kalt. Ich hab schon zweimal ins Meer gemacht. Oh, sie kommen. Okay, sie kommt raus. Revi kommt raus, Revi kommt raus. Ich muss mich entfernen. Kommen wir hier mal hier unten rum? Geht's jetzt zum Stech? Das ganze Gestrüpp hier natürlich verrückt, ne? Ich muss wegschwimmen. Rückwärts. Oh Gott, ich kann nicht mehr stehen. Ich kann nicht mehr stehen. Hier sind so Ecken, ne? Aber hier ist außerhalb des Grundstücks schon. Das hier? Nee, das ist nicht Teil des Grundstücks. Digga, das hat sich noch nie unter Steg getan, oder? Okay, das wäre krass. Achtung. Oh, Bruder. Bruder, what the fuck? Digga, ich dachte, du siehst das. Ey, Bro. Also. Ich hab, nee, for real, ich weiß ja nicht, was für Leute ich hier spiele. Digga, an der Leiter wäre ja so ein krankes Versteck gewesen, oder? Leute aus Wasser. Bro, was sind das da hinten? Schwäne oder sind das Leute? Ey, Jungs? Digga, ist da jemand? Nein, das ist zu geisteskrank, da ist keiner. Das macht doch keiner, oder? Jedes Mal, wenn sie geguckt haben, bin ich untergetaucht. Und dann sagt Revi, Jungs, ist da draußen wer? Bleib schon mal aufs Wasser, bitte. Ich hab einfach meinen Kopf gesehen. Da ist keiner, ne? Nee. Wir sind jetzt gerade weiter. Und jedes Mal, wenn er gekommen ist und das Blitzlicht auf mich gegangen ist. Floaties, hier ist doch keiner. Ey, Carsten, mein linker Fuß ist so hart eingeschlafen. Was kann ich machen? Fuck, Carsten. Aua. Mach nicht. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist rausgegangen, aber der könnte jede Sekunde wiederkommen. Ey, ich wollte schon immer mal an meinem Geburtstag eine halbe Stunde unter dem Tisch sitzen, Alter. Ey, ja, danke, Sebastian, nochmal. Ey, bockt aber schon, ey. Ach, Digga. Halt die Fresse. Bro, ist das dumm. Ja, aber gib mir mal die Props, Digga. Also, du warst hier. Warst 50 schon. Mal. Digga, ich hab dich nicht gesehen. Ja. For real. Alter Schwede, die Challenge ist wirklich gerade noch durchhalten.
weil das so eng dort gemacht. Ey, krass gespielt, wirklich. Ey, Bruder, ich glaube, ich höre Stimmen im Wasser, wirklich jetzt. Ich glaube, es ist irgendwann ins Wasser gegangen. Ich bin mir nicht sicher. Stimmen im Wasser, meinst du, mehrere sind rein? Tim G, ey, Bro. Das würde Tim G seine Handschuhe aber schon tragen, Digga. Wieder Tim G auf Kälte-Challenge angelehnt? Nein. Nein, halt's Maul. Was? Ey, Tobi, film da mal rein, bitte. Ich hab so Schmerzen. Digga, ja, was? Wir sind da gerade vorbei. Sascha, du hast als zweites das Amar gefunden. Du hast meinen Fuß angefasst. Nein, hab ich nicht. Nein. Ich schwöre. Digga, du bist hier, du hast es hier angefasst. Bro, das kann nicht sein. Da kann keiner drin sein. Ich hab reingefasst. Ich dachte, es wäre ein 14 gut. Fuß. Ey, alles gut. Starkes Versteck. Bisschen weiter ans Ufer geschwommen. Ich kann nicht widerstehen. Für hier werde ich mit der Taktik nicht gewinnen. In einem Schrank habe ich nur so mäßig reingeguckt. Bruder, ich glaube nämlich for real, dass ich hier eben einen kleinen Fehler gemacht habe. Guck mal. Oh mein Gott, Bro. Digga, wir haben da. Du hast die Decke angeguckt. Ich hab das angefasst. Du warst hier drin. Du hast reingeleuchtet. Du sagst, oh, nee, im Schrank wird sich auch niemand. Bro, was ich dachte, das hängt, weil hier hängen überall diese Decken, ja, so, ja, weißt du? Ja. Ey, weißt du, was schlimmer ist? Du bist der Drittletzte. Es fehlen noch Niki und Tim Gabel. Wie war Sascha sein Versteck? Sascha war geisteskrank. Ne? Bro, Niki und Tim Gabel, ich schwöre dir, die sind, glaube ich, draußen. Die haben sich, glaube ich, in Luft aufgelöst. Die war gerade da. Hat Spendi hinter mir geholt und mich nicht gesehen. Wir müssen kurz in die Regie. Jetzt ist Zeit, Camp zu checken. Wir haben genau eine halbe Stunde jetzt gebraucht. Ich bin mittlerweile seit einer Dreiviertelstunde im Wasser. So abgewichst kann nur Niki sein. Warte. Sag mal, zugunsten der Person, die sich vielleicht im Wasser verstecken sollte, würde ich nochmal nachschauen. Ja, aber ich glaube. Ja, dann guck doch. Ey, Tim Gabel an. Ey, Revi. Ja? Guck in den Fisch rein, Mann. Ein Fisch? Hä? Wo ist denn der Fisch? Digga, der hat eine Voll. Ja, ist nichts drin. Hä? Ja. Ist der Fisch gemeint? Wo ist Tim fucking G und wo ist Niki? Hallo, liebe Regie. Wir haben hier 16 Camps. Ist euch irgendwo was aufgefallen? Ich glaube, da war gerade Licht auf dem See. Auf dem See? Bro, die kannst du mir nicht erzählen, dass die wirklich im Wasser sind. Hast du Replay? Oh mein Gott, jetzt ist es interessant. Das ist recht. Unten links. Ja. Nee, Jones. Das ist wirklich alte Wasser. Oder der ist da drin. Niki ist wirklich im Wasser. Ne? Mach mal das Licht aus, Bro. Mach mal das Licht aus. Man sieht. Niki! Niki, ich hab dich im Wasser gesehen! Niki! Ich hab dich gerade im Wasser gesehen! Du hast gerade gefragt, wie viele sind da noch gefunden? Bist du geisteskrank, Bro? Spendi ist ein Wichser! Warum? Spendi ist schuld, weil ich mich mit Spendi unterhalten. Nein! Du bist schuld! Digga, bist du komplett... Du bist komplett schuld, weil du mir die Frage gestellt hast! Digga, ist es dein Ernst, Bro? Alter, das Wasser hat 16 Grad, es ist draußen 14 Grad warm! Ich hab mich so krass wie Navy Sea gefühlt. Jedes Mal, wenn der Licht auf mich ganze Zeit gegangen getaucht. Ist, untergetaucht. Nein. Jedes Mal, wo ihr draußen wart, ist er runtergetaucht. Wegen der Unterhaltung verliere ich. Weil ich ein netter Mensch sein wollte und Konversation mit Spenden. Ey, Bro, Kathi, hol dir mal schnell wieder ein Handtuch von oben. Ey, wie kalt ist dir? Ja, ist total kalt. Ist das Neopren? Nee, ich habe aber extra noch sowas angezogen. Smart, oder? Ey, Bruder, geht's? Ja. Ist dein Handy nicht komplett kaputt gegangen? Das ist Tobis Handy. Aber ist das unter Wasser gewesen? Sebi, als wir hier standen. Schon mal kurz, ganz kurz. Das geht doch. Ja? Ich habe ihn voll oft gesehen. Ehrlich jetzt? Ja. Ich bin aber geil untergetaucht, oder? Ich werde immer wieder untergetaucht. Ich dachte, Bruder, ich habe alles gegeben. Scheiße, Mann. Aber jetzt werde ich Zweiter wegen der Unterhaltung. Bro, weißt du, wie ich dich gecatcht habe? Wie hast du mich gecatcht? Hol dir ein Handtuch kurz. Das war nett, das war echt nett. Bro, weißt du, wie ich dich gecatcht habe? Ich habe bei der Regie einen Replay angefordert vom Steg. Und dann habe ich dein Licht gesehen. Nee! Und das habe ich dann gecheckt. Aber das ist erlaubt! Ja, aber ich habe gesagt, eine halbe Stunde darf ich ja die Regie benutzen. Weil, Bro, ich habe mir Sorgen gemacht, dass einer von euch im Wasser ist, Digga. Ich habe an die Viewer-Experience gedacht und deswegen Blitz und Bro, so. Bro, du bist ein Motherfucker. Danke, Mann. Wo ist fucking Tim Gabel? Ich habe schon gehört, zu 1000% findet man den nicht. Ich nehme den zweiten Platz, ich bin zufrieden. Alter, diese GoPro ist 300 Grad, kann nicht mehr ehrlich. Bro, der Typ hat doch einen kaputten Rücken, wo soll er sich verstecken? Dein Ernst, der hat das rausgeschraubt, was? Ey, Bro. Digga, ey, Niki und du, ihr habt mich auseinandergenommen, weißt du das? Bro, ich hab dich angerufen mehrmals, ich wollte dir Tipps geben, ich hab mit Amar gesprochen. Ey, Bruder, hier ist kein Platz gewesen. Ey, Jungs, ich hab alle gefunden. Manche haben's hier komplett übertrieben. Größten Respekt an Sascha, an fucking Spendi, an... Digga, an Niki, an Tim. An Nico. What the fuck? Ey, Bro, ich hatte auch ein gutes Versteck. Nico? Wo warst du eigentlich? Bruder,
dein Versteck war so lang? Uns das nächste Mal 24 Stunden verstecken, dass du uns 24 Stunden suchen darfst. Einfach auf mehreren Kontinenten. Naja, Bruder, also jemand hat ja gewonnen, von daher. Leute, das war's von diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall die Allerjudsten ab, die hier unten alle rumhängen. So, Oktober war eine 10 von 10. Wir sind die Allerjud! Stell! Allerjud! Stell! Und jetzt geht's was zu essen. Heute rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.